Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Battlefield 4. Wir spielen Wasch auf Operation Metro. Yay. Ich bin immer noch ganz, ganz stolz, dass ich mal endlich einen Server gefunden habe, wo nicht die Vanilla Maps laufen. Und die werde ich jetzt auch so schnell erstmal nicht verlassen. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Metro gespielt habe. Jawohl. Nice. Schöner Mann. Aha. Schöner Headshot. Bitte kommt ihr klar da hinten? Ja. Ich komme da nicht hoch. Ich bin zu fett. Ich bin zu fett, ich bin zu fett. Alter, ich hab den doch voll erwischt. Oder eben so. Ja, ich probiere hier gerade eine neue Waffe auf mich aus. Ich glaube, das war die M4 oder so. Ewig her, dass ich mal. Hin. Ich hänge hier immer ständig irgendwo. Ah, da wird auch noch gemörsert. Ja, wer stirbt mal wieder? Ich. Da war doch ein Sunny gerade hinter mir. Da war doch eben noch ein Sunny direkt hinter mir. Warum? Oh. Ich hasse es. Kann ich mal jemanden töten, bitte? Danke. Ich habe deine erste Hilfe für dich. Na, verdammt. War ich zu langsam. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Jetzt wird's heftig. Jetzt wird es richtig heftig. Ich glaube, den Abschnitt hier. Ich glaube, ich habe den noch nie auf Metro gespielt. Uah. Sniper, genau, deswegen. Das ist ein richtig heftiger Abschnitt hier. Ich glaube, ich habe diese Map noch nie im Wasch gespielt. Ich kenne das nur aus den Let's Plays von Fabian Siegesmund. Hier kommt das Medikit. Alter, ich dachte eben kurz, das wären meine eigenen. Sorry, dass ich gerade keinen Ton gesagt. Ich dachte eben kurz, das wären meine eigenen, weil die aufeinander geschossen haben. Deswegen, ich wusste, dass rechts ein Gegner war. Ich mir so, hä?
Aber ich soll nicht so viel denken. Das gibt nur Kopfschmerzen. Jo, aber wenigstens noch zwei Leute getötet. Ja, mit der M416 habe ich im Moment sehr viel Spaß. Und er tötet da oben auch. Ich frage mich auch, warum da einer von uns als Sniper rumlaut auf der Map. Granate. Wehtun. Ich komme hier nicht weg. Ich hänge hier irgendwo. Ja, ich warte schon. Das ist doch zum Kotzen jedes Mal. Aha. Jetzt. Nein! Stellt mich mal wieder hier hin. Danke. Oh. War aber klar. So dumm, wie ich da gerade gestanden habe. Ich krieg gerade heftig auf die Fresse. Ich krieg's gerade richtig heftig. Ich krieg gerade irgendwie nichts gebacken. Ach, verdammt. Entschuldigung. Gerade mit dem Fuß die Xbox angemacht. Das ist deine erste Hilfe. Hol sie dich. Kommst du in die Ecke und das ganze Team ist tot. Alter, geh weg. Alter, wie er da in der Ecke steht mit einem Elsat. Es gibt die ganze Zeit die Squad-Befehl-Bonuspunkte. Ja, schmeiß dir noch C4 rein. Ey, das ist dieses C4-Geschmeiße, nervt mich auch gerade so abgrundtief. Das ist mir auch schon immer auf anderen Maps aufgefallen. Also der Typ geht mir richtig auf den Sack. Der Typ geht mir richtig auf den Sack. Ist das eigentlich das mehrere oder ist das nur der eine? Ich habe das Gefühl, dass ich diesen. Ja, mein Team hat verloren. Dass ich das schon öfters gelesen habe heute, aber. Und ich finde es. Ja, war eine kurze Runde. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir die andere Rückrunde mal noch gleich mit dazu. Aber hey, immerhin, zweiter Platz mit 8-9. Ja, ich muss immer aktuell jetzt ein bisschen vorproduzieren, weil die nächsten zwei Wochen werden stressig, wenn diese Woche jetzt nicht da. Wir haben jetzt einen Sonntag gerade. Ich fahre morgen oder übermorgen abends weg und für ein paar Tage und dann wird's nächstes Wochenende wird eine neue Wohnung gemalert und deswegen muss ich jetzt alles ein bisschen vorproduzieren heute. Ja, ich brauche mindestens jetzt für zwei Wochen, ach Gott, mindestens für zwei Wochen jetzt Folgen, also bitte nicht wundern. Ganze Kabel hier. Wieso sind wir schon wieder Angreifer? Och Mann. Ihr müsst dieses Einsatzziel angreifen. Aber vielleicht kriegen wir es jetzt besser hin, weil jetzt sind wir ja in einem guten Team. Wenn der dicke Mann mal über
Die Mauer kommt. Nördlich von dir scheint ein feindlicher Scharfschütze zu sein. Warum kann ich den nicht wieder hinstellen? Das verstehe ich gerade gar nicht. Ja, ein Mörser. Es nützt doch nichts, wenn du da Mörser. Es muss auch jemand dran und das Ding wieder ausmachen, mein Freund. Jungs hier spielen gerade ein bisschen mit allem Möglichen. Naja. Hier kommt das Medikit, Kumpel. Man kann sagen, haben wir einen Panzer, von dem ich nichts weiß? Achtung, beide Einsatzziele sind bald transportiert. Nice. Wir kontrollieren jetzt die Basis. Wo seid ihr? Wo, 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 bin ich jetzt alleine in einem Squad? Ey, ich krieg's kotzen. Da hab ich nur gar keinen Bock drauf. Dumm. Ich laufe hier einfach mal durch. Keiner sieht mich. Ist er tot? Ist da ein fucking... Ach ne, das ist einer von uns. Alter, ich hab ihn doch erwischt, Mann. Ich krieg immer das Kotzen. Stell mich mal wieder jemand hin. Oh. Hier, das Medikit. Warte eben einer. Mann! Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Achtung! Beide Einsatzziele wurden neutralisiert. Wir haben die Basis eingenommen. Over. Jawohl. Finde ich gut, gefällt mir. Ist akzeptiert so. Wow, okay. Ey, da rennen so viele Leute von mir unten rum und da stellt keiner einen wieder hin. Es ist doch...
Medikit. Was? Einsturzbonus? Okay. Ach, Mann, wo kam der denn her? Da. Ich glaube, ich habe wirklich Metro noch nie auf Wasch gespielt. Könnt ihr mal gucken in meinen Playlists? Also in Conquest weiß ich, dass ich schon mal gespielt habe. Wie kann das sein? Guck mal, da stehen vier Leute von mir auf der Treppe und daneben steht ein Gegner. Mein Leben ist echt scheiße. Ich habe noch 6 HP gehabt. Oh, das entwickelt sich hier gerade so spinnt. Mann. Schade, weil ich wieder den Fehler gemacht habe und habe es wieder anvisiert. Ich verstehe es immer nicht, warum ich die Leute nicht töte, aber bei mir sterben sie. Wobei ich eigentlich bei der M4 hier auf der Map einen ganz klassischen Schalli runter machen kann. Weil ich glaube nicht, dass das irgendjemand hier mitkriegt. Oh, wir haben ja mittlerweile was freigeschaltet bei der M4. Ich habe noch nichts anderes als einen Schalli. Au! Es tut doch weh, Jungs. Warum macht ihr denn sowas? Ah, nein, ich wollte keinen 200er Boost. Oh, scheiße. Ich wollte doch keinen 200er Boost. Na gut, jetzt müssen wir echt eine Stunde spielen. Jetzt müssen wir ein bisschen auf Spin spielen. Conquest auf Spins oder die ganze Zeit hinstellen. Massenreanimation. Ah, und ich sterbe natürlich. Und mich stellt natürlich wieder keiner hin. Jungle Sniper. Doch, mich hat einer hingestellt. Wie geil ist das denn? Greift an! Dieses Einsatzziel! Oh. Ich sehe gerade gar nichts. Die Flashbangs sind echt böse.
Wir sind oben im Haus drin. Das ist Haus weg. Was ist das denn? GP320HI? Granate! Ja. Ah, noch schön 200 Punkte hier mitgenommen. Aber wir sind gerade schön dabei, die zu überrollen, habe ich das Gefühl. Ey, der ist safe. Mach jetzt mal hier Harikiri. Das, au. Ich dachte nicht, dass er mich noch erwischt. Aber er hat seine Kugeln an mir verschwendet. Ah, der hat Infrarot drauf. Es ist auch so. Das ist so. Oh. Die ballern die ganze Zeit mit ihren Infrarot und Dinger rum. Da schmeißen Nebelgranaten. Hier ist das Medikit. Schade, den habe ich noch erwischt. Den habe ich schön angehittet. Joa, war nice. Eine Runde verloren, eine Runde. Es liegt auch immer mit am Team. Und wir sind promoted. Level 80. Jawohl. Gut, meine Lieben. Wir machen jetzt mal eine Pause. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge von Battlefield 4. Rush auf was auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, ciao.